So, Leute, nochmal kurz zurück. Ich habe gerade was gefunden. Ich habe mich auch gefragt, wie das mit den Skills ist. Hier gibt es, wenn du hier drauf gehst, ein Systemmenü, hat man Fertigkeiten, ja, das Inventar, Gilde, Gilde, Freunde, Marktstand, da gibt es ja alles Mögliche. Weltkarte. Also, hier geht es natürlich auch noch weiter, hier habe ich gerade noch gesehen. Hier sind Pfeile. Red Rock Westland. Hier gibt es eine riesen Stadt. Hier gibt es so Dungeons hier. Grüne Felderportal zur Wasserfallstadt. Hier gibt es auch noch mehr. Bin ich mal gespannt. Aber ich wollte kurz mal gucken, wegen des neuen Skills hier. Fertigkeiten. Hier. Man kann natürlich, so wie es aussieht, kann man wirklich mit jeder Klasse alle Waffen tragen. Das ist auch krass. Aber wir wollen natürlich da erstmal bleiben. Was haben wir denn hier? Heilendes Auge, Level 1. Passive Fähigkeit, Ziel selber. Die Rasse Mensch Dragonisier. Also hier innere Erkenntnis. Wenn wir den Plus als ins Körper schauen, was haben wir denn hier? Vergeben. SP 0. Ach, hier 8 Stück haben wir, okay. Oh, das Skillboom ist ja riesig. Was? Allgemein, ab Level 15, nehme ich jetzt mal stark an, ab Level 30, Level 50, Level 70, Level 90. Quälendes Licht. Wow, die sehen ja cool aus. Ja, also die Skills sehen schon vom Bild her ganz cool aus. Macht der Erholung. Level 1, Artis-Buff, Art, Fähigkeitsart. Ach. Buff selber Verbündete. Aha. Erholt über 10 Sekunden alle 2 Sekunden 6 Lebenspunkte. Das ist unschlecht. Was ist das hier vorne? Erhöht die Heilung permanent um 82. Was haben wir hier? Erhöht die Mana-Punkte permanent um 54. Also hier vorne, das sind so passive, die sind durchweg dann aktiv, wenn man sie immer hat. Erhöht die Heilung permanent um 82. Cool. Das ist cool. Greller Feuerball. Hier haben wir schon den ersten neuen Skill. Wir werden uns beim Holen. Ne? Kann ich den jetzt hier runterziehen? Wieso kann ich... Muss ich das so machen? Ne? Ja, jetzt kann ich den runterziehen. Ah, okay. Was haben wir hier? Strafendes Licht. Offensiv. Feinde Monster. Verursacht 135 magischen Schaden am Ziel und reduziert die magische Verteidigung des Ziels 10 Sekunden lang um 108. Hier hinten? Entlastung. Fertigkeit 01. Fertigkeitsart speziell. Feinde Monster. Rüt entfernt jegliche generierte Bedrohung des Ziels. Was ist das denn so ein Segen Überholung, ne? Erholt 77 Lebenspunkte am Ziel. Hier müssen wir erst hören, was wir hier. Sondern hier mal jetzt rein. Erhält die Mana-Punkte permanent. Das ist ja schon Stärkung, ne? Das auch? Wenn wir das haben wollen, suchen wir das. Wenn wir das haben wollen, suchen wir das, okay. Ich will nicht, ob die jetzt so aufgeteilt sind, dass man immer alles im Endeffekt komplett voll ausfüllen kann. Ich glaub's nicht. Erholt über 10 Sekunden, dann 2 Sekunden. Nee, das können wir auch nicht, würde ich sagen. Da immer noch 4 Punkte. Was ist jetzt? Level 2. Okay. Das Team muss man runter. Das ist sowas zum Heal. Hier kommt man ganz hinten. Und das ist jetzt durchweg aktiv. Das kann ich auch nicht runterziehen. Nein, das ist durchweg aktiv. Okay. Muss ein bisschen. Das kann ich auch aktivieren. Ja! Wird aktiviert. Ja, holt über 10 Sekunden alle 2 Sekunden 6 Lebenspunkte. Ja, das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Das geht uns ja auch schnell. Reichweite 20. Geht auf Verbündete. Okay. Cool. Ja, das wollte ich euch bloß nochmal schnell zeigen. Mal gucken, ob ich. Wenn ich noch was rauskriege, dann melde ich mich wieder. Bye bye.